Aber so geht's auch. So, Jade verzieht sich. Wir könnten, glaube ich, sogar wirklich durch das Portal gehen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Versuchen wir gleich einfach mal. Das. Hot. So. Einmal hotten, einmal wegfliegen. Und jetzt fliegen wir zum Grubenlord. Ist das ein Grubenlord? Ne, Unterkönig. Ja. Ich nenne ihn trotzdem Grubenlord. Weil er sitzt in so einer verkackten Grube und läuft im Kreis. Und den, den wir jetzt beschwören, den könntet ihr vielleicht kennen. Zuck, beschwör ihn. Hallo. Beschwör. Menschenskinder. Beschwörst du ihn jetzt? Hallo. Jetzt? Ah, jetzt geht's. So. Und da hinten kriegt er raus. Gucken. Und zwar ist das Hochlord Darion Morgraine. Ja, ich weiß nicht, ob man den kennen muss. Auf jeden Fall, wenn ihr mal einen DK gespielt habt, dann kennt ihr ihn. Ansonsten habe ich jetzt Kacke gebaut, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Aber jedenfalls sind wir jetzt wieder der Imba-Bär. Der Imba-Spottbär. So. Immer schön dort oben halten und schon ist er platt, der Grubenlord. So, ich glaube, wir könnten jetzt sogar mit wirklich durch das Portal. Ja, wir können durch das Portal. Ja, das war dann die Quest. So, was kriegen wir hier? 580, 580 gewinnt. So, nächste Quest annehmen und liefert Vater Gustavs Brief bei Hochlord Tyrion Vordering an. Ja, müssen wir wieder dahin fliegen. Also könnten wir jetzt, glaube ich, sogar gleich Phase 3 einläuten. Ich meine, das war so. Ich meine, da ist Tyrion, der ist nämlich schon nach unten gekommen. Und begeht euch zum Kreuzfahrerturm und platziert das gesegnete Banner. Wir läuten also Phase 3 ein. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. So. Wie gesagt, Phase 3 wird eingeläutet. Zumindest machen wir jetzt die Quest für Phase 3. Ist auch eine relativ lustige Quest. Und jo. Hier war mal der Kreuzfahrerturm. Der sieht jetzt irgendwie ein bisschen kaputt aus. So. Oh. Banner platzieren. Das gesegnete Banner des Kreuzfahrers wurde gehisst. Verteidigt die Fahne gegen alle Angreifer. Kein Problem. Warum die Quest relativ lustig ist, und zwar haben wir Arbeiter dabei, die jetzt hier alles erstmal abreißen. Und wir müssen halt das Banner verteidigen. Das uns halt hilft, diesen Ort zu reinigen. Ja, zumindest so in der Art. So, der Lich King schreit, lasst niemanden am Leben, weil der mag das gar nicht, dass wir dem hier den Posten wegnehmen und wir haben Segen des Kreuz. Zuges, seid Diener des Geistes, was? Ihr seid Kinder, meine Güte. Ihr seid Diener der Geistes gegenüber um einiges stärker. Erhöht Mana und Gesundheitsregeneration, während ihr am Banner steht. Und diesen verteidigt. Ja, das heißt, wir dürfen uns hier eigentlich auch nicht wegbewegen. Weil, wie gesagt, die Gesundheitsregeneration ist erhöht. Und, solange wir, in der Nähe des Banners stehen, ist alles gut, solange wir den Buff haben. Ist alles gut, ansonsten wird es ein bisschen kritisch. So, Zwangsarbeiter der Geißel. Er kommt allein. So, und wir sehen hinten im Hintergrund, die beschmeißen den ganzen Mist hier mit Feuer, fackeln das alles ein bisschen ab. Und alles ist cool. Na, wir können auch ruhig mal nach vorne gehen, dann schaffen wir auch alleine, solange wir den Buff haben. Weil ansonsten dauert der Weg nach oben relativ lange. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir. Ne, wir haben, glaube ich, keine Zeit. Ich drücke mal Y, warum drücke ich immer? Weil ich zu viel Katze gespielt habe. Wir haben auch keine Zeitvorgabe, sondern es kommen halt immer Wellen, Wellen, Wellen und irgendwann kommt halt so ein kleiner Boss, glaube ich, mit. Den man töten muss. Ein Hit und die haben schon halbe HP verloren. What the fuck?
Und da fliegt auch immer so ein tolles Vieh im Kreis, der kommt nicht helfen, warum auch immer. Zack. So, jetzt wird es nämlich auch mal ein bisschen größer. Ein bisschen heftiger. So in der Art zumindest. Ja, ich würde mal sagen, zumindest glaubt der Leech King das. Und er hat ja schließlich nicht mit uns gerechnet. Wobei, nachdem wir Zul'Drak. Wie heißt die Ini? Gul'dran heißt, glaube ich, befreit haben. Müsste eigentlich wissen, was wir drauf haben. Eigentlich. Ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur Hack and Slay. So in der Art zumindest. Und lass die mal einfach kommen. Weil die machen halt schon. Und wenn nicht wir die töten, dann töten halt die Begleiter von uns die. So langsam müsste es aber gewesen sein. Da sieht man noch keinen Fortschritt. Man sieht auch überhaupt keinen Fortschritt hier. Das ist halt, ja, ist so. Sieht man halt nicht. Aber gleich, ja, sind wir durch. Also dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Und wie gesagt, der Buff. Der macht das halt schon ganz alleine. Ja, ich bin froh, dass ich kein großartiges Mausspiel spiele, weil ich habe mir den rechten Daumen ein bisschen angeritzt. Ich habe mir da von der Daumenkuppe ein gutes Stückchen Fleisch weggestellt. Man sagt ja, Männer in der Küche haben nichts zu suchen. Das bestätigt sich das mal wieder. Und zwar habe ich meiner Freundin, die hat ja jetzt Geburtstag gehabt, hatte ich jetzt zum Mittagessen ein bisschen Hähnchenbrustfilet eingelegt in Sahne-Zwiebelsoße. So eine Art so Sahne-Zwiebelsoße. War ganz da kommt der Boss. War ganz lecker. Und hatte halt dazu einen Salat gemacht und hatte in den Salat halt Gurken reingeschnitten. Mit einer kleinen Ratsche. Ja, und wie so Brain AFK, wie ich auch teilweise spiele, war ich dann an der Ratsche und habe ein bisschen zu viel weggeschnippelt. Halt noch ein Stückchen von meinem Daumen. Naja. Solange man es mit Humor sehen kann. So, wir haben den Scheiß abgeschlossen. Und können zurück. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ihr seht, wie das aussieht, ja. Und jetzt gehen wir mal die Quest ab, mal gucken, wie es dann aussieht. Ach, wir haben immer noch, jetzt haben wir den Buff nicht mehr von der Quest. Auf jeden Fall müssten wir jetzt, wenn ich richtig liege, in Phase 3 übergehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Phasen es gibt. So, wir haben nur einen Kopf, schade. 696. Achso, wir müssen eine Quest annehmen. Such den Hotlord Tyrion am Kreuzfahrerturm mit Eiskrone auf. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt noch die Bilder im Kopf, wie das gerade aussah. Ganz spannend, ganz spannend. Und es jetzt sieht so aus. Das ist so unfucking fassbar. Innerhalb von 30 Sekunden haben sie einen Turm aufgebaut. Ja. Also, kostet natürlich, dass ihr den Heldenkreuzfahrer Bredemann an der Stelle nach in wie auch immer sucht. Man hat wieder ein paar mehr Quests als nur eine. Da haben wir auch noch eine Quest. Kriegsherr, wie auch immer. Und da haben wir was zum Verkaufen. Ganz wichtig. Immer wieder verkaufen. Nein, die wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Heiltränke können weg. Der kann weg. Der kann weg. Weg, 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 weg. Ich weiß gar nicht, wenn ich den anlege. Ah, ist Zauber. Ah. Nö. Der kommt nach unten. Die kommt nach unten. Was haben wir da? Ich glaube, die Autenkette, ne? Müll. Müll. Der kann auch nach unten. Die können eigentlich alle nach unten. Der kann weg. So, auf Uhr geguckt. Na komm, ist noch was drin. Jetzt können wir eigentlich mal hier eine Erzählung von Heldenmut machen. Aber das ist so ein Hin- und Hergefliege. Eigentlich möchte ich sie gar nicht machen. Wie sieht das hier aus? Mann, ich will diesen einen verkackten Punkt. Der ist halt unglaublich. Das ist unglaublich. Ich krieg nirgends sowas. Darum heißt es Weiterquesten. Hey ho. Könnten wir mal gucken.
Ich weiß gar nicht, Mist of Pandaria, Wrath of the Lich King. Nee, Kataklysm. Nee. Doch. Nee. Doch. Oder was? Nee, Wrath of the Lich King. So. Seelenschmiede und sowas werden wir wahrscheinlich nicht rein, weil da brauchst du eine Pre-Quest für. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was die Pre-Quest war. Wir gehen mal Natur und gerade Beute. Beutefilter, Druide, Wächter. Ja. Ja, toll. Also nichts, was uns eigentlich, ja, kommt, der könnte uns was weiterbringen. Also fällt Turm Utgarde raus. Heilende Reflexion, es fällt aber leider auch raus, weil es, wie gesagt, die drei hier sind die Pre-Quest-Quests, wo ich keine Ahnung habe, was die Pre-Quest ist. Stratholm wäre eine Verbesserung, ja. Aber das ist nur eine Quest, ohne Spaß. Nur ein Item, was er droppen kann. Gundrak. Nee. Nee, das hilft alles nichts. Mit 80 können wir da definitiv rein, weil da kriegen wir den einen Ausrüstungspunkt. Weil unsere Level-Items gehen ja dann ein Level höher. Und die sind dann halt, ja, so schön. Wir machen jetzt aber erstmal die Quest, weil ich finde die ein bisschen interessanter, weil da reisen wir auch ein bisschen durch die Welt. Wir müssen halt ein bisschen hin und her fliegen. Aber es ist nun mal so, ich glaube den Oculus. Oculus gibt, glaube ich, noch ein Item, oder? Mal gucken. Oculus. Zwei Items. Die haben wir, glaube ich, schon. Und die brauchen wir nicht. Toll. Nein. Das ist unglaublich. Was brauche ich denn? Was muss ich denn ersetzen hier? Hosen wäre mal nice. Nicht, na, ich glaube, ich gebe ein bisschen Geld aus und kaufe mir die Hosen. Ja, eigentlich wäre das einfachste zu ersetzen, wären die Hosen. Wo fliege ich denn hin, verdammt? Ne, ich verflug da richtig. Habe ich die Aufnahme gleich gestartet? Ich achte da nie drauf, das ist so schrecklich. Da sehen wir im Hintergrund, sehen wir Dalaran. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Dahin muss ich. Ich werde jetzt gleich noch mal eben nach Dalaran fliegen und werde mir. Moment. Lohnt sich das überhaupt noch? Bis 85 habe ich die. Wenn ich einen Schurken leveln würde, würde sich ja lohnen, ja. Level ich einen Schurken? Ich glaube nicht. Vor allem die Hosen kosten 2.500 oder sowas. Aber ich scheiß drauf. Ich werde jetzt mal eben kurz einen Cut machen. Ich werde mal eben kurz mir die Hosen kaufen, damit wir in die Prüfung der Champion können. Und damit wir vielleicht ein bisschen schneller leveln. Ich gebe jetzt noch mal eben kurz die Quest ab und dann gucken wir mal eben, was wir als Folgendes machen müssten. Hohe Leute, gewinnen das zum Erzdruiden Liliana. Ja, und zwar die ist bei uns im Lager. Da unten. Nee. Was? Geht nun, sprich mit der Herzin. Doch. Doch, die ist doch da unten. Eigentlich. Egal, wir machen jetzt erstmal, wie gesagt, den Cut. Ich komme gleich hier wieder. Wahrscheinlich vor Liliana. Oder Liliandra. Und mit neuen Hosen. Und da können wir wahrscheinlich auch hoffentlich in die Prüfung der Kreuzfahrer. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von World of Warcraft. Und der letzten Folge, Moment, ich muss mal kurz, hatten wir Hochlord Tyrion vor der Kreuzfahrerturm, hat euch gebeten, dass ihr die Erzdruidin Lili bla 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 Zugang zu Remonus zu gewähren. So, die Alte steht hier bei uns im alten Dorf und er schafft uns ein Portal in die Mondlichtung. In der Theorie hätten wir eventuell sogar einfach in die Mondlichtung von uns aus teleportieren können. Ja, das ist schön, Nvidia. Interessiert mich jetzt aber. Scheißdreck. Weg. Und, das ist die Mondlichtung. Hier haben wir noch eine Quest.
Wieso haben wir hier eine Quest? Achso, Haustierkämpfe. Alles klar. Und das ist Remulus. So, mit dem müssen wir jetzt mal eben kurz labern. Der schickt uns dann nämlich in eine andere Welt. In die Traumwelt. Da müssen wir drei Smaragd-Eichen sammeln. Nichts leichter wie das. Erstmal gucken, wo die sind, die Scheißdinger. Aber normalerweise müssten hier noch Feinde kommen. Wo sind die Eicheln? Sind wir Buggy? Was denn los? Hallo? Jo. Jo. Wir sind schon richtig, aber normalerweise kommen hier halt Feinde. Zumindest kenne ich das noch so. Ja, da ist was. Naja gut, die spawnen jetzt so nacheinander anscheinend. Da ist auch noch eine, aber es kommen trotzdem keine Feinde. Ach komm. Das war halt lustiger hier dran. Weil normalerweise kamen hier halt immer Ungetüme oder ich glaube, waren das Dämonen? Ich glaube, Dämonen kamen hier halt auf den Baum zugestürmt und wollten den Baum fällen. Und wir und ein paar Wächter mussten hier halt davon abhalten. Ja. Kehrt zur Bewahrer Romulus zurück. Wow. Weil ihr seht halt nämlich die Bewahrer. Und die waren halt auch da. Hoffnung gut. Geht mit der Smaragd-Eichel zu Kreuzfahrer, wie auch immer, zurück. Ja, ihr seid in einem Gestaltenmantel. So, was gibt's denn eigentlich Neues? Ja, mittlerweile ist die Titanfall-Beta draußen. Also, zur Zeitpunkt der Aufnahme. Wo muss ich denn hin? Muss ich da? Okay. Und, ich hab's mal angezockt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Open-Beta ist oder... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Origin mich gefragt, ich habe gesagt, hey. Aber ich glaube, es ist eine Open Beta. Und ich finde das Spiel, ja, wie soll man sagen, es ist interessant. Es ist sehr interessant. Aber ob sich das nun wirklich so durchsetzt, wie eventuell gedacht, weiß ich noch nicht. Also, es ist interessant. Und, ja, wie soll man es am besten beschreiben? Große Männerspielzeuge. Nein, also, es ist eine Art Call of Duty. Nur, dass man halt noch Titans beschwören kann. Jo. Ja. Das ist die einfachste Erklärung, die es gibt. Titans sind halt riesengroße Roboter. Ähnlich wie in... Wie heißt der Müll? Wie heißt denn der Film nochmal? Avatar. Aufbruch in eine neue Welt, so hieß der Film. Ja, da gibt es ja auch so, die Menschen haben ja da auch so Art Roboters. Und so in der Art ist das halt auch wirklich. Du kannst halt so einen Roboter beschwören, der kämpft dann für dich. Wenn er kaputt geht, wirst du rausgeschmissen. Und du kannst den dann, glaube ich, alle 2 Minuten beschwören, den Roboter. Oh, und das können halt alle. Ja. Also wie gesagt, ich habe gestern Abend mal einen Mensch gezockt. Nee, heute Morgen. Nicht gestern Abend, heute Morgen. Und, ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Es bleibt noch Zeit. Was? Oh, ich sage, die Quest hier ist ein bisschen... immer hin und her. Achso, ich könnte mich ja mittlerweile mal wieder in die Prüfung anmelden. Hatte ich ja gesagt, wollte ich ja machen. Aber in der letzten Folge hatten wir, oder der letzten Aufnahme hatten wir es ja nicht geschafft, in die Prüfung zu kommen. Wir brauchen wieder einen Tank und einen DD. Gut. So. Ja, ansonsten... Also ich werde wahrscheinlich kein Video zu Titanfall machen, also kein Beta-Video. Ich weiß noch nicht mal, ob es gestartet ist. Und nein, ich will dich nicht enden. Von daher. Wie gesagt, wenn ihr Origin habt, könnt ihr euch, glaube ich, sogar anmelden. Und dann könnt ihr es halt mal selber zocken. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich mache dazu ein Video. Aber, ich glaube, ich lasse mich dann mal lieber von der Vollversion überraschen. Und macht da wahrscheinlich zu Videos.
Wobei ich ja auch relativ oft von den Betas halt schon Videos gemacht habe. Das heißt relativ oft. Also ich habe gerne Beta-Videos gemacht, weil da hat man schon mal einen Voreindruck. Und ihr wisst halt auch schon mal, was darauf auf euch zukommt. Man könnte halt dann, könntet ihr halt auch direkt ein Feedback geben, ob ihr sowas sehen möchtet oder nicht. Hey, Allianzler. Ach, Leute. Wo seid ihr denn wieder? Wir haben 4 Uhr. Schule ist vorbei. Er bittet Hilfe von Alexstrasz im. Jetzt sehen wir zumindest mal den Würmturm-Tempel. Den wir bisher noch nicht gesehen haben, weil ich den übersprungen habe. Dafür müssen wir nicht einfach so geradeaus runter. Dahin. Sicher, das ist ein bisschen. Das zieht sich ein bisschen, die Quest. Aber dafür ist es relativ lustig oder interessant. Weil ich spoilere jetzt auch nicht zu viel. Ich ja schon, wenn ich Titanfall spoiler. Aber naja. Ansonsten, was gibt's Neues? Ja, ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich jetzt noch als Let's Play machen soll. Weil wie gesagt, im Februar kommen oder kamen, ja, kommen. Müsste kommen. Doch, müsste kommen sein. Wir sind, glaube ich, noch im Februar, weil im Tag der Aufnahme. Wenn nicht, kamen, ist ja auch egal. Also ich, es kommt nichts raus im Februar. Ich weiß nicht, irgendwie hat der Februar, der Monat Februar irgendwie eine kleine Durststrecke, finde ich. Aber, naja, gut. Man ist halt eh für mich gerade ein bisschen zeitlich beschränkt. Naja, da passt das schon. Dafür kriegst du dann halt, glaube ich, 3 oder 4 Games im März, wo man sich dann wieder entscheiden muss. Oh, Himmelsfeuer. Wo man sich dann wieder entscheiden muss, welches man genau nehmen soll, kann, wie auch immer. Warte mal, ich Thinks back, ne? Thinks back. Ihr habt einen Unfall, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich nehmen soll. Egal. Ja. Das wird dann schon wieder ein bisschen interessanter werden. Aber wir sind, können gespannt sein, was ich dann aufnehmen werde. Weil Sie hört sich sehr interessant an. Da kommt noch, was kam noch? Ich weiß gar nicht mehr, was alles kam. Also Sie war halt das, was mir am meisten zugesagt hat. Bisher. Aber das kann sich ja immer noch ändern. Ist ja immer so, da kann doch mal irgendwas rauskommen oder irgendwas Interessantes kommen, wo man noch nicht drüber sich informiert hat oder wo man halt noch nichts drüber gehört hat. Von daher könnten wir mal gespannt sein. So, hier oben haben wir nämlich den Würmturm-Tempel und hier haben wir Alexstrasz oder Extrasa. So, wir möchten Dalias Träne sammeln. Und es geht weiter. Weiter Questen hier irgendwo. Im Nichts. Worauf ich halt auch noch sehr gespannt bin, ist, ja. Oh oh. Nein. Ah. Warte mal, ich muss mal überlegen. Müssen wir hier die. Ah, wir müssen hier die Wellen töten, ne? Ja. Geht's immer woanders hin? Ja, die Wellen töten ist ganz einfach. Ich stelle das jetzt als Tank da rein. Und dann müssen wir. Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut, wenn du die falsche Seite aussuchst. Ja, es gibt nämlich eine Allianz und eine Hordler-Seite. So viel dazu, ne? Können wir da fliegen? Nein, noch nicht. Wir waren halt auf der falschen Seite. Hätte uns beinahe das Leben kosten können. Ja, also ich warte auf. Boah, das ist so peinlich, wenn du, Na wenn du Namen vergisst. Ah, gut, da die erst drin. Sehr gut. Wir müssen die Wellen doch nicht machen. Watch Dogs. Na, das ist so ein Spiel, was hat mich schon interessiert, als es angekündigt war. Und es interessiert mich halt immer noch. Aber es gibt da halt noch das ein oder andere Gegenstück. Ah, Thief kommt sogar am 28. Februar raus. Das
Okay. Okay. Da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen weiter. Vom Wissen her. South Park kommt im März raus, ist auch ein Spiel, was mich interessiert. Wobei ich da wahrscheinlich von ausgehe, dass man das am besten mit mehr Leuten spielt. Und da ich halt so an sich keine Leute momentan finden kann, für andere Let's Plays zum Beispiel, muss ich da mal gucken, ob es denn so küte, ob ich da ein Video zu mache oder nicht. Ja, Titanfall kommt im März. Dark Souls 2 kommt im März. Aber das ist dann wieder so ein Spiel, das ich dann nicht let's playen werde. Definitiv nicht, leider. Diablo 3, Soul, Reaper of Souls kommt auch im März. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich da noch was zu machen werde. Und wenn auch nur so kleine Specials. Weil Diablo 3, weiß ich nicht, also für mich war die Distanz zwischen Diablo 2 und Diablo 3 einfach viel zu groß und der Unterschied einfach viel zu klein, dass mich das Spiel dann nochmal wirklich so gefesselt hat wie Diablo 2. Und ich weiß nicht, ich war auch damals einer der ersten, der das Spiel hatte und dann abends oder nachts nochmal gesagt hat: Hey, komm, wir versuchen uns einzuloggen, komm, nein, oh, verdammt, funktioniert nicht. Und Blizzard sollte eigentlich. Von zum Beispiel WoW kennen, dass, wenn man was rausbringt, dass dann ein riesengroßer Ansturm herrscht. Und ja, sie haben es schon wieder damals sich gebacken bekommen, eine vernünftige Serverleitung hinzubestellen. Ja, das war halt dann schon der erste Knicks in meine Laufbahn von Diablo 3. Und der Knick. Und der Knick.